Und hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play Classic Civilization 3, das beste Civ aller Zeiten. Mit mir, dem Captain. Und wir schauen durch unsere große Welt, die ja voll von Bautrupps noch ist, aber schon unheimlich viele Farmen beinhaltet und eigentlich quasi schon fast fertig ist. Müssten ja nur noch ein paar Farmen irgendwo sein und dann noch ein paar Wälder weg und hier noch der Dschungel weg und dann ist es im Prinzip schon fast vollständig und ich könnte dann im Prinzip aufhören, wahrscheinlich auch Bautrupps zu produzieren, beziehungsweise die ganzen Istanbul-Bautrupps oder Osmanen-Bautrupps quasi dann ansiedeln. Das sind ja einige Städte. Auch entsprechend sicherlich machbar. Muss man halt mal gucken, welche Städte denn auch sinnvoll sind, das zu machen. Gut, ich habe alles Mögliche fertig gemacht das letzte Mal. Massenanfertigung dauert noch eine Runde, obwohl ich nichts eingestellt habe. Massenfertigung. Was gut ist. So, das wackelt hier alles so ein bisschen hin und her, weil ich hier irgendwie. Ah ja, genau. Okay. Da auch. Alles klar. Weil das mit dem Monitor jetzt hier so ein bisschen komisch ist. Ich habe mir ja einen anderen Monitor zugelegt, aber ich spiele hier trotzdem noch in der 1080p Auflösung. Das ist nämlich wenigstens noch sichtbar. Ansonsten würde man hier zum Beispiel diese Karte hier nicht mehr so sehen. Die würde dann so klein werden. Also das wäre dann ganz, ganz, ganz schlecht zu sehen. Für euch sowieso, für mich dann, auch im Prinzip. Gut. Ich wollte noch was anderes machen. Ich wollte noch mal. Nee, hier nicht. Ich wollte gar nichts machen. Ich gehe einfach weiter. Nächste Runde. So, Schilde geliefert. Schilde geliefert. Okay. Oh, da kommen Truppen. Wieso kommen da Truppen? Ach so, der wollte nur auf unser Gebiet oder was? Naja, Massenfertigung. So, Gesamtübersicht. Was macht er als nächstes? Ganz genau. Motorisierte. Und als letzte nehmen wir die Luftfahrt, damit unser Koloss ganz zum Schluss veraltet. Und noch so lange eben mitwirkt. Sehr gut, machen wir. Und in Istanbul ist die Fabrik endlich fertig. Jawohl, damit haben wir 60 Schilde. Ist schön, dass es schön gerade Zahl ist. 60 Schilde, damit kann man nämlich eine ganze Menge in zwei Runden bauen. Oder in vier Runden die Aktienbörse. Ja, das wäre sicherlich auch sinnvoll. Dann kriegt man aus den 60 Goldkästchen, die ich hier habe, nämlich nochmal mehr raus. Gut, Shanghai Bautrupp, alles klar. Hier müssen wir mal wieder umwechseln. Ja, passt. Ein Hafen in Tlatelolco, okay. Damit haben wir da und da auch noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Dann ist die Stadt wenigstens nicht ganz so übel. Wenn der jetzt noch dahin geht, 2, 3, 2. Gut, kannst du halt mal ein bisschen wachsen noch. Ja, kannst du ein bisschen mehr Nahrung ansammeln, dann bist du wenigstens voll. Die Hämmerchen hier, die müssen wir mal gucken, wo wir die reingeben. So, was ist noch wichtig hier? Eigentlich wäre es sinnvoll. Oh, Handelshäfen gibt es. Erhöht die Handelserträge aller existierenden. Okay, das ist für die natürlich ein bisschen doof. Ein bisschen schlecht. Du kannst es erstmal anfangen, hier Universitäten zu bauen. So. Ob der wirklich eine Fabrik braucht, ist, glaube ich, eher nicht so wichtig bei der vielen Wiesen, vielen Korruption hier. Ein Bautrupp in Kanton. Okay. Du hast auch Nahrungsüberschuss. Ja, baust du weiter, Bautrupps. Beendet. So, eine Bank soll gebaut werden in Antalya. Und im 1, 2, 3, 4 Seefelder. Jetzt die Frage:
ist es sinnvoller, jetzt den Handelshafen zu bauen, der hier halt 4 Hämmerchen gibt, 2 davon aber 2 Sachen gleich kostet? Oder ist es besser, eine Aktienbörse zu bauen, die 3 kostet, aber 50% mehr Geld hier bringt? Ich meine, irgendwas müssen sie bauen, denke ich mal. Und ich denke, ich werde die Aktienbörse nehmen, weil 3, ich glaube 3 Seefälle, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe ja eh hier ein Drittel. Das würde ich ja gerade mal sich selber aufwiegen. 2 kosten und 2 reinbringen. Naja, das wäre, glaube ich, nicht so pralle. Nehmen wir mal die Aktienbörse lieber. Gib's nur mal Geld. Universität fertig in Deniziliki. Jawohl. Die Stadt hier oben, die auch nicht gerade viele Schilder hat, hat es geschafft, eine Uni zu bauen. Und ja, du darfst mal an der Fabrik bauen, auch wenn es jetzt Ewigkeiten dauern wird. Oh, die nächste gute Sache. In Bolu wird die Bank fertig. So. Du hast auch einen ganz guten Hammer-Output hier. Besser jedenfalls als Deniziliki. Und da du sonst nichts anderes bauen kannst, baust du halt die Aktienbörse. So. Yeah, sie feiern unseren Sultan. Hurra. Auf geht's. Was haben wir hier? Genug Nahrung. Start es auf 1 runter. Alles klar, Bautrupp gebaut. Noch ein Bautrupp in Neuzolongdiak. Gut, du darfst auch weiter wachsen. Neues Kenderun baut ein Bautrupp. Jawohl, du bist auch auf 1, du darfst auch weiter wachsen. Und eine Bibliothek in Neuzosonstworak. Alles klar. Was baust du noch neben der Bibliothek? Eigentlich gar nichts hier, ne? Bautrupps, ne? Bautrupps, genau. Genau, müssen wir nämlich mal gucken, gerade mal auf die Insel. So, hier ist nämlich Platz. So, hier können wir nämlich gleich die Stadt errichten. Edrine 2. So, jetzt geht es wieder von vorne los. Okay. Edrine 2, du kriegst einen Bautrupp als Auftrag und du darfst die Straße bauen, damit ihr angeschlossen seid. Was ist jetzt passiert? Ah, hier hinten ein Bautrupp, genau. Du hast 3 Einheiten und du hast hier 3 Einheiten. Okay, du kommst mal mit einer 4er, kannst du mal dahin. So, damit die Stadt so ist. Ihr könnt da bleiben. Du gehst mit der 4er in die Stadt. 2. Da kann er darüber direkt kommen. Hier kommt er über die Hügel direkt. Okay. Jetzt hat er das noch gemacht, jetzt die Frage, abholzen? Ja, abholzen, damit ich dort schneller loslegen kann. So, abholzen, genau. So, jetzt können wir die anderen wieder nehmen. Bautrupp, zack, Straße, fertig. Nein, Mizi, nicht vor dem Bildschirm rumlaufen. So, was macht der dort? Sümpfe trockenlegen. Ah ja, Straße. Du kannst dem da aber helfen. Okay, du darfst mit abholzen. Darfst auch mit abholzen. Darfst auch mit abholzen. Und da haben wir noch einen fertig. Gut, du kannst hier oben hin. Eisenbahn. Eisenbahn fertig. So. Fertig. Und Eisenbahn. Und
Eisenbahn. Schon haben wir noch ein Eckchen fertig. Sehr schön. Müssen wir mal hier die einzelnen anklicken. Straße fertig. Straße fertig. Straße fertig. Straße fertig. Straße fertig. Straße fertig. Und was haben wir hier? Abholzen. So. Ah, hier haben wir noch eine Straße. So. Und damit hätten wir im Prinzip eigentlich alle fertig. So. Hier haben wir einen über. Du jetzt gehst da noch hin und baust dort dann nächste Runde eine Straße. Und so, hier oben haben wir noch eine Straße. Okay. Du kannst noch auf den Hügel und auch eine Straße bauen. Du kannst auf den eine Straße bauen. Alles klar. Und der Rest kümmert sich jetzt um die Eingemeindung von dem Ganzen. So. I. R. R. I. R. Was haben wir denn hier hinten? Hier haben wir auch noch was. R. Und wo ist der jetzt? Ach, hier hinten. Ö. Na gut, ich geh mal. Du hilfst dem. Du hilfst dem. Du hilfst dem. Du hilfst dem. Ah, hier hinten haben wir noch was. Einen, alles klar. Bewässerung. Und jetzt brauche ich mal hier eine Bewässerung. Und was haben wir denn hier jetzt noch? Ach, die da. So, du hast da schon Bewässerung gemacht. Das heißt, du kannst jetzt so. Und er. Ah, Moment, dich brauche ich hier oben. Da. Zack. Was brauche, wo brauche ich dich? Hier, Eisenbahn anlegen. Gut. Jetzt sind wir hier hinten, haben wir hier hinten noch welche. Tja. Hier haben wir auch Hügel, Kohle, 6 Schilde. Zumindest ein richtig fetter. Zumindest ein richtig fetter. Aber warum nimmt er den? Er sollte lieber den nehmen. So, dann kriegt er nämlich mehr Nahrung. I. Und dann ist das auch erledigt. Was machen die jetzt hier oben eigentlich? Ja. Gute Frage. Die sind doch eigentlich auch 1, 2, 3. Viermal und dann hat man dort eine Eisenbahn. Und jetzt können wir alle hier rüberziehen und M machen. So. Nur du machst Boden. Haben wir sonst noch hier irgendwo was? Ah ja, hier oben. R. Nein, dich nicht. Ah, das sind alles solche, okay. Ist da eigentlich was? I? Ist schon, ne? Ja. Nee, ansonsten können wir die ja mal hier hochziehen, so, damit wir sie hier in der Nähe haben. Dann kannst du nämlich überall konstruktiv einmal 1, 2, 3, ja, ist ja gut. Normaler Baudruck dorthin. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Ach, da ist auch noch ein Wald drauf.
Gut, werden wir uns gleich noch mit beschäftigen. Jetzt nehmen wir die gerade mal wieder mit hier rüber. Wo fehlte denn jetzt noch was? Auf dem fehlte noch was. Und da haben wir einen. Da sind wir fertig. Da sind welche am Machen. Ich glaube, das war's. Der Rest brauche ich dann hier doch nicht. Doch, weiter unten. Hier war noch was. Einmal. Zweimal. So, und die restlichen zwei. Moment. Können im Prinzip wieder rüber. Langsam, 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 langsam. So, schieben wir sie erstmal dahin. Schön, dass ihr mit der Eisenbahn immer mal hin und her fahren könnt, ne? Wie wir das noch gleich hin und wieder zurück. Eisenbahn fertig. Du wolltest hier unbedingt einen Bautrupp fertig haben. Ach, du hast schon gerodet, deswegen. Aber da du noch auf 1 bist, klappt das nicht. Also baust du was? Stattdessen eine Bibliothek. Komm, dann baust du stattdessen eine Bibliothek. Zack, wird der nächste. So, dann geht das in die Bibliothek und dann brauchst du noch 20 Runden für die Bibliothek. Jawohl. Und jetzt kannst du hier nämlich auch Bewässerungsanlage hinsetzen und damit kriegst du auch wieder richtig Nahrung. Wo geht der denn jetzt hin? So, ach, hier oben fehlt noch was. Da kann man noch eine Eisenbahn hinsetzen. Zack und zack und zack, fertig. Noch irgendwas hier unten? Die sind damit beschäftigt. Kannst du da hingehen? Du machst den weg. Du hast dort eine Straße hingesetzt. Ja. Kannst hier noch den. Ach, hier soll auch ein Bautrupp hin. Ach, hier ist schon eine Bibliothek. Okay. Ich dachte schon, was mache ich denn jetzt hier? Noch eine Bibliothek. Wenn ich jetzt auf 1 gehe und den weghacke, geht nicht. Deswegen baust du die Eisenbahn gleich aus. Und die anderen setzt hier lieber die Hügel ein. So, was macht ihr denn da? Na komm, hopp. Ah, der ist fertig. So, jetzt kommen noch. Ach komm schon. Er. Und, Hinten haben wir ja noch mehr von diesen Einheiten. Ja, Mensch, komm. Ach, jetzt ist er fertig. Ach, das war nur eine. Okay. Aber hier unten haben wir noch mehr. Ah, auch nur eine. Gut, was macht der hier? Eisenbahn. 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 Ja, und jetzt kann ich hier anfangen. Wo habe ich sie denn überall hingesetzt? Und hier überall die Bewässerung fertig machen. Einmal Bewässerung.
zweimal Bewässerung. Weiß gar nicht wohin mit denen. Und dreimal Bewässerung. Und jetzt haben wir zwei solcher Trupps. Jetzt machen wir einmal Bewässerung so. Und mit dem auch so. Und jetzt kannst du noch die Bewässerung wo abschließen? Irgendwo habe ich noch irgendwo. War noch irgendwo eine? Nee, oder? Alles fertig hier? Straßen. Straßenbahn. Nee, Eisenbahn. Die gute Eisenbahn. Und nochmal eins. Okay, dann halt noch den. Dann hilfst du da auch noch mit aus. Und eins. Gut, ihr könnt hier auch aushelfen. Zack. Und ihr helft hier aus. Eins. Zwei. Drei. Gut. Das sieht man so schlecht. Ist das auch wirklich hier? Ist das hier auch ebene Nahrung? Hier, da ist nichts bewässert, oder? Doch, ist bewässert. Ist bewässert, ja. Da ist auch bewässert. Gut, wenn das jetzt alles bewässert ist. Hatten wir hier hinten noch was? Ach ja, hier unten. Hier unten fehlte doch noch. Na komm, und zack. Bewässern. Und bewässern. Und bewässern. Und Eisenbahn. Und Eisenbahn. Und Eisenbahn. Komm, hopp. Noch eine ja, und Eisenbahn. Und jetzt noch einen hier. Jawohl, der Bereich ist fertig. So, was kommt hier noch hin? Gar nichts, ne? Hier kommt nichts mehr hin. Zack. Ah ja, der wollte hier den Wald wegmachen. Du wolltest den wegmachen und du wolltest eine Straße hier bauen. Hier noch welche? Und dann haben wir hier noch welche. So. Ja, fertig, gut. Das heißt, die anderen gehen mal dorthin. Zwei. Fertig. So, du gehst zum nächsten. Du auch. Die nächste Truppe. Komm, hier unten. Ach, hier hinten fehlt ja noch was. Stimmt. Bewässerung. Bewässerung. Eisenbahn. 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 Fertig. Ja, haben wir den doch auch noch. Dann könnt ihr ja hier oben auch gleich weitermachen. So, das Schiff ist hier. Sollte das irgendwen annehmen? Zum Beispiel hier ein Guerillakämpfer. Ja, komm, du nimmst mal einen Guerillakämpfer. Fährst du rüber. Und entlädst den auch gleich. Und dann kannst du wieder eins. Genau. Das machen wir mit dem. Du kannst hier die Eisenbahn komplettieren. Wenn du hier bist, kannst du hier minus fertig. Ansonsten könnt ihr hier die Eisenbahn fertigstellen. Und das war's. Mann! Och Gott, langsam nimmt es Züge an. So, was sagt denn eigentlich mein Assist hier? So, der Faschismus existiert weiterhin in zwei Ländern.
Ich könnte nichts. Ja, gut. Ich müsste mal bei meinen Current Trades nachgucken. Griechenland hört Pelz nächste Runde auf. Okay. Dass wir Pelz von denen kriegen und die Passage. Okay. Mit Amerika hört der Frieden in 5 Runden auf und meine 63 Gold, die ich bekomme. Und in 6 Runden läuft der Frieden mit China aus. Gut. Also Amerika ist ja, hat ja diese zwei Städte nur noch, ne? Oder? Amerika. 1, 2, 3. Hat, ne, hat drei Städte. Cincinnati, Dallas und Kansas City. Dallas? Wo ist Kansas City? Warum sind denn die gegründet jetzt? Ihr seid um die halbe Welt gefahren oder was? Der Chinese hat Pauting und Neu-Zingato. So, und der hat Cincinnati, Dallas und Kansas City. Pauting und Neu-Zingato, die sind da. So. Und du hast diese zwei. Und wo ist jetzt die letzte? Ach nein. Hier hinten. Ach meine Güte. Wenn ich ihn rausnehmen wollte, dann müsste ich im Prinzip jetzt diese Städte hier noch einnehmen. Wenn ich ihn rausnehmen wollte, müsste ich die Stadt hier oben einnehmen. Da muss ich mal überlegen, ob ich das überhaupt noch mache. Aber eigentlich wäre es schon sinnvoll, diese beiden Miesepeter rauszunehmen, die sich nämlich nur gegen mich stellen, dass die nämlich nichts machen. So, da die anderen sonst nichts haben, stellen wir jetzt mal wieder unsere Forschung ein auf 100%. Ich kann die ja noch mit 100% voll forschen, da ich ja plus Gold von dem kriege und dann natürlich hier nicht mehr ganz so viel Gold kriege, aber ich habe ja auch einen riesen 1400 auf der hohen Kante liegen. Gut, ja, weiter geht's. Wir haben ein Edelsteinvorkommen verloren. Das sieht mir eher danach aus, als ob er hier angreifen wollte, oder? Die Russen haben uns den Krieg erklärt. Okay. Ihr doofen Schwachköpfe. Tapfer hältst du. Erreicht Veteranenstatus. Oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, unsere Stadt ist weg. Nee, sie ist erbeutet worden. Okay. Ihr scheiß Säcke. Sie haben uns den Krieg erklärt. Jetzt müssen wir den Sultan, muss der Sultan den Heiligen Krieg ausrufen. Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Russe holt zum Krieg aus. Also ehrlich. Gegen uns? Also, wie kann denn das sein? Hier, Infanteristen produzieren. Das Volk verlangt nach der kulturellen Einrichtung Wall Street. Okay. Sollten wir das machen? Kann man eine Wall Street eigentlich bauen? Wo? Wall Street, Wall Street. Da, 15 Runden. Die Schatzkammer erwirtschaftet jede Runde 5% Zinsen. Der maximale Zinsertrag pro Runde beträgt 50 Gold. Okay. Mindestens 5 Börsen haben. Ja, das ist doch nicht schlecht. Jetzt die Frage, wo baue ich die? Wenn ich die in dieser Stadt baue, dann braucht die 15 Runden. Wäre aber eigentlich nicht schlecht. Die könnte dann. Aber du kannst auch eine Aktienbörse bauen. So, müssen wir gleich mal gucken, wo wir sie bauen.
In Aydin wird die Infanterie. Soll hier gesetzt werden. Okay, machen wir weiter. Bautrupp in Seattle. Nein, du solltest hier eine andere Nahrungsquelle suchen. Noch ein Bautrupp hier. Ja, ihr solltet euch hier euch für Forschung einsetzen, nicht für Produktion. Gerichtsgebäude in Sinop. Ja, das war absolut überfällig. Und dann kannst du auch eine Aktienbörse jetzt setzen. Chengdu mit einem Bautrupp. Ja, du kannst hier forschen. Unser kultureller Einfluss steigt. So, in Ufa ein Marktplatz. Jawohl, damit sind die dort schon mal glücklich. Yeah. Kannst du hier eine Universität machen. Und wenn der Marktplatz dort ist, warum machst du denn das so? Kannst du hier auch wachsen, oder? So, bist du ein bisschen schneller mit dem Wachstum. Wobei, nein, du kannst hier durch Siedlerzuwächse wachsen, indem wir die alle wegnehmen. So, 19 zu 18, ja, ist einer mehr, genau. Muss hier Leute reinsetzen, ne? Ein Siedler in Baltimore, sehr schön, dann kannst du jetzt weiter Bautrupps machen. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass da oben jetzt was ist. Und der Russe, also ehrlich, dass der mir den Krieg erklärt. 1, 2, komm, hier, wieder Forschung. Da bist du auch gleich auf 6. So, Forschung. Die sind alle super fröhlich. Pelzvorkommen verloren. So, ihr Penner. Der Russe hat über das Mongolengebiet angegriffen. Wo ist denn der Russe überhaupt? Hier unten ist der Russe. Da muss ich auch noch da runterlatschen, wenn ich dem jetzt ein paar aufs Maul geben will, oder wie? So. Zack. Zack. Oh. Du dummer Bogi. Einmal. Da eine Fünfer. Hier haben wir auch noch eine Fünfer. So. Aber ich habe vielleicht die Chance. Zack. Du musst jetzt unbedingt deine scheiß Kosaken einsetzen. Setzt einen neuen Statthalter ein. So, ich wollte meine Stadt doch zurückerobern hier, ne? Dann muss ich hier Infanterie jetzt ausbilden, hier oben. Und hier auch, ne? Infanterie, wenn ich jetzt eine Infanterie reinsetze. Und die beschleunigen wollte. Och, die kostet 348. Na gut, wenn die so viel ist, dann machen wir jetzt den Guerillakämpfer so hier als Verteidigungslinie. Dann haben wir hier noch, wie viel hatten wir da eigentlich noch? Langbogenschützen, jede Menge. So, und zack. So. Wie weit kann der denn laufen? 3 Felder. 1, 2, 3. Der kann den hier erwischen. Da kommt er nicht lang. Da kommt er. 1, so, der kann da angreifen, ne? Da muss der hier hinten leider da wegkommen. Schade, kommt da nicht rechtzeitig hin. Das Schiff. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei.
Und ich halt noch ein paar Sipahis rübersetzen. So, wo haben wir denn noch Sipahis über? Ich habe hier auch noch so einen Infanteristen. So, zack. Muss er halt so machen. Zack, einer. Haben wir noch einen. Noch Sipahi. Und noch einen Infanteristen. Zwei. Vierer. Wir können da drauf. Vier Stück maximal, ne? Und da kann jetzt. Ach nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Schiff anklicken. Ja, und das kommt natürlich jetzt nicht mehr rechtzeitig. Dann muss es halt so sein. Dann gehen die Bautrupps hier mal weg. Ihr könnt hier drüben bewässern. Nee, der soll weitermachen. So, du kannst da rein. Dann ist die Stadt geschützt. Teidigen. Du kannst dort drin bleiben. Ah ja, hier unten haben wir wieder. Gut. Also mal gucken, was der Russe da jetzt halt macht. Also das ist jetzt... Eigentlich müsste ich hier noch eine zweite Invasionsflotte machen jetzt. Was habe ich jetzt schon wieder angeklickt? Den da. Ah. Eigentlich müsste ich noch eine zweite Invasionsflotte jetzt anfangen. M. Moment. M. M. Damit wir mal loslegen. So. R. R. Okay. Einfach damit. Was sind das eigentlich für einer? Ein normaler. Gut. Du kannst dahin. B. Jetzt hast du zu wenig Nahrung. Hier zu wenig Nahrung. Das heißt, du musst jetzt auch den Hafen. Hafen, 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 Hafen. Mit einem mehr und jetzt haben wir kein Wachstum mehr. Ja, aber wir haben den Hafen. Gut. Okay. Ja, mehr so eine Infanterietruppe oder irgendwie eine Truppe zusammenstellen. Also hier haben wir ja da eine Infanterie. Hier haben wir ein paar Sipahis. Die wollten wir aber hier oben lassen. Eingreiftruppe. Hier habe ich jede Menge. Ich könnte eigentlich mal hier so ein paar Vierer-Sipahis loslegen. Eine Vierer, eine Fünfer. Noch eine Vierer, alles klar. Ihr zieht mal gerade raus. Ja, Moment, ihr zieht hier hin, da ist das andere Schiff. Die 5er auch. Die dort auch. Und Mann, ich habe doch eigentlich so viele. Den wollte ich da lassen. Für Sicherheit, Sicherheit. Mittelalterliche Inf. Wo haben wir die? Da haben wir die. Da haben wir die. Naja, nehmen wir doch die frisch gebaute jetzt hier, komm. Ja, nehmen wir hier die frisch gebaute. Frisch ausgebildet. Und jetzt könnt ihr nämlich alle zusammen, alle auf das Schiff gehen. Und du kannst mit dem Schiff hier rüber segeln. So. Und dann werden wir hier nämlich den Russen mal so ein bisschen angreifen. Und zwar, also wenn der mich angreift, dann heißt das Gegenschlag. Ganz klar, Gegenschlag.
So, wo sind denn jetzt noch Truppen über? Ich sehe hier gar nichts gerade. Ach, hier unten. Da unten. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Viechern jetzt. Sorry, Bautrupps meine ich. Nicht Viecher. So. Jetzt noch irgendwas? Hier haben wir. Da können wir auch noch. Hier, komm. Eins, zwei, drei, vier. Und ihr seid da, ihr könnt dorthin, ihr könnt mitmachen hier. Jawohl, okay, dann kannst du dorthin, du kannst dorthin und du kannst dorthin. So, dann können wir die Hügel zumindest schon mal be belegen. Also die Berggipfel meine ich jetzt. So, dann haben wir die. Dann kann nämlich auf die Berggipfel zumindest meine Straße noch mal drauf. Während wir hier die ganzen Hügel noch fertig bearbeiten. Zack, zack, zack. Fertig. Oh. Auch fertig. So. Hatten die sich da schon betätigt? Ah, hier ist noch einer. So, du kannst dahin. Ihr seid da fertig. Die sind da unten. Kannst übersehen. Eins, zwei, drei. 4, 5, fertig. Nächsten da unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Okay. Haben wir noch einen Wald, den lassen wir mal stehen. Hier haben wir alles. Der ist auch zumindest so richtig. Da ist ein Hügel. Ach, hier ist das frei geworden. Ja, da wurde doch was weggenommen. So, eins. So, damit haben wir zumindest schon mal das. Und jetzt so. Ach, da unten ist noch einer frei geworden. Gut, dann so, damit hätten wir das auch. Ach, hier ist ja auch noch was. Gut, I. Wie machen wir denn das jetzt hier? Achso, hier können wir noch eine Straße gleich setzen. Genau. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich hier ein I hinmache. Und noch ein I. Und nochmal Bewässerung. Und Eisenbahn geht auch schnell voran. Haben wir jetzt noch irgendwelche Hügel? Der ist. Der. Ja, dann müssen wir mal gucken. Jetzt geht's. Wo war denn jetzt hier was? Ah, hier war noch was. Genau. I. Und da kamen jetzt andere an. Genau. Da. Drei. Alles klar. Ihr geht auf. Gerade eben habe ich einen Hügel noch gesehen. Da ist er. Hi. Ja. Du machst dort. Und du hilfst dort, die Eisenbahn zu bauen. Eisenbahn, gut. Ach ja, hier hinten sind ja auch noch welche. Meine Güte, das wird ja immer mehr. Ja, komm, du kannst mal nach Urfahr. Komm, anschließen. Aber die kann jetzt gar nichts mehr. Ach, das war zu viel, ne? Wenn ich jetzt hier Produktion beschleunige. Okay, ich muss wenigstens eine Runde scheinbar jetzt hier die Nahrung aushalten. Ne, ich muss einen wegmachen. So, dann passt es wieder. Sind jetzt 10. Gut, man muss halt noch ein bisschen was dazukommen, ne? Was machen wir hier? Weiß überhaupt nicht mehr, wohin den ganzen Viechern. Ah, hier oben. Ja, hier oben ist doch wieder Platz. Da kann doch so viel dahin. Und da auf das Wild. Und da eine Straße. Und da eine Straße.
Und dahin. Und was noch? Hier noch hin? Ne, da noch hin. Genau. So, der Rest dann hier. So, M. 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 Fertig. Kommen die anderen Truppen von hier unten noch? M. M. Straße. Beziehungsweise Eisenbahnschienen. Komm, hier, über. Eisenbahnschienen über alles. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt hin sollst. Ja, dann musst du halt hier helfen. So. Die Eisenbahn hier durch den Wald gelegt. Kann man denn hier eigentlich machen? Bewalden, okay. Machen wir erstmal eine Eisenbahn. Und jetzt kannst du aufforsten. Du kannst dort auch eine Eisenbahn legen. Und jetzt aufforsten. Eisenbahn. Und das. Hier, so. Aufforsten. So, drei Runden. Währenddessen kann ich hier den Rest machen. Passt doch soweit, ne? Okay, Bautrupp. Wald gerodet, sehr schön. Fertig. Aufforsten, aufforsten, aufforsten. Beminen. Damit hier der ganze Dschungelcamp hier oben, ne, auch gut wird. So, können wir hier unten weitermachen. Die nächste Runde der Leute. Zack, okay, das passt. Wo habe ich denn jetzt noch Hügel? Habe ich noch Hügel, die nicht bemint und fertig vereisenbahnt sind? Also Hügel, nicht Berge, Hügel. Das hätten wir. Ach, hier oben könnte ich noch. Ja, hier habe ich noch vergessen. Komm, hier. Du musst hier Bewässerung machen. Ja, so. Da wird noch gemacht. Ja, gut. Wenn also sonst alles fertig ist im Prinzip. Bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, hier, wir müssen die Eisenbahn auf die Berge bringen. So. Ups. Nee. Konntest du noch angreifen? Nein. Du auch nicht mehr. Ja, und wenn wir die Eisenbahn auf die Berge bringen müssen, müssen unsere Typis auch dahin. So wie der. Und wir haben hier einen wunderbaren Siedler, den ich hier hinsetzen wollte. Eisenbahn, Eisenbahn, jawohl, der ist fertig.
Die Hügel sind richtig, diese Hügel sind dran. Genau. Hier 5. Hier dürft ein daneben gehen. Hier dürft mehrere gehen. Oh, fertig. Gut. Dann könnt ihr weiter auf das. Hier 5. Jawohl. Dann geht ihr dahin. Auch fertig. Gut. Ja, dann kann ich ja die... Eigentlich könnte ich dann langsam wirklich anfangen, die ganzen Bautrupps, die ich hier baue, sein zu lassen und durch irgendwas anderes zu ersetzen. Die Frage ist nur, durch was ersetze ich die? Die sollen wachsen, die Städte sollen wachsen und irgendwas Sinnvolles machen. Ach, Miezi, was machst du denn jetzt hier schon wieder? Hm, sitze ich dir zu lang am Computer? Schon wieder? Ja, wahrscheinlich. Gut, hast du einen Einfall, hä? Hm? Das ist ein Bild, ne? Wie in James Bond mit einer süßen weißen Katze, die gestreichelt wird, ne? Im Arm hier die Welt zu erobern. So, den hätten wir auch. Dann dort. Ach, da fehlt ja sogar noch das Bergwerk hier. Also wenn da sogar noch das Bergwerk fehlt, dann ist ja gar nicht mal so schlecht, dass ich das hier mache. Was haben wir denn hier jetzt noch? Ach, der ist frei geworden. Okay. Was ist das hier eigentlich? Hügelnahrung. So. Ach so, weil da das ist. Genau. Na komm, dann hilf du dem hier beim Aufforsten. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. Also, ich habe den Krieg erklärt bekommen. Und jetzt gucken wir mal. Trade Options. Russland natürlich gar nichts. Und Russland... Nee. Und jetzt... Muss ich mal gerade F4 drücken. Der ist eh schon immer sauer. So, der guckt glücklich. Der. Oh, Russland da. Katharina, hä? Du guckst traurig, hä? Nee, weigerst dich? Okay, gut. Vielleicht können wir einen Weltkrieg provozieren. Indem wir ihm den Rücken fallen und selber die Truppen da kriegen, hier. So, wer kann ihm denn mal in den Rücken fallen hier? Griechenland zum Beispiel, ne? Will Griechenland ihm nicht in den Rücken fallen? Komm, wir fragen mal die Griechen, ob die mit einsteigen wollen. Na, werdet ihr daran interessiert? Ihr habt sogar den Faschismus. Ein Militärbündnis gegen die Russen. Ja, was kann ich euch geben? Industrialisierung? Ah ja, das willst du. Okay, Ersatzteile nimmst du auch. Elektronik nimmst du auch. Okay. Und gerade mal hier reingucken. Wer hat nochmal was? Industrialisierung, Ersatzteil, Elektronik, das haben die alle nicht. Okay. Das heißt, wenn ich Industrialisierung anbiete, Moment. Ersatzteile nehme ich nicht. Wenn ich Elektronik anbiete, heißt das nochmal was? Jetzt muss ich mal gucken. Was bedeutet denn das? So, wenn ich Elektronik anbiete, dann können die Wasserkraftwerke und Hooverdamm machen. Okay, das Wasserkraftwerk. Hooverdamm habe ich ja schon fertig gebaut. Okay. Wenn ich Industrialisierung anbiete, könnten die das Frauenwahlrecht vormachen und Fabriken bauen. Das ist nicht so toll. Wenn ich Ersatzteile mache, könnten die bessere Verteidigungseinheiten bauen, was auch nicht so toll ist. Also gucken wir mal, dass wir Elektronik anbieten. Das ist übrigens sowieso eins, was am Ende dann ist. Ne? Danach forscht er da nichts mehr weiter. Sonst würde er hier noch was weiter forschen. Ja, dann machen wir das doch. Hetzen wir mal alle auf den Russen. So. Werdet ihr vielleicht am Austausch von Landkarten? Nein, wir möchten euch einen Handel vorschlagen. Also, gegen die Russen. Du kriegst Elektronik, ich kriege Faschismus. Ja, kriege ich Faschismus wenigstens gleich mit. Du gibst mir deine Weltkarte.
Du gibst mir den Pelz. Und du gibst mir 206 Gold. Und du gibst mir 50 Gold. Oh, du gibst mir sogar noch mehr. Meine Fresse. Du gibst mir 100 Gold pro Runde. Du gibst mir 200 Gold pro Runde. Du gibst mir 150 pro Runde. Du gibst mir 130 pro Runde. Komm, was nimmst du jetzt? 120. 125. 123, alles klar. Die 124. Hey, super, dann kriege ich eine Technologie, jede Menge Geld, einen Luxusgut und... Achso, wir müssen noch was... Gebietskarte, Moment. Ne, passt. Und wir haben einen Gemeinschaftskrieg gegen die Russen. Alles klar, so sieht's gut aus. Jawohl, wärt ihr damit einverstanden? Griechenland hat den Russen den Krieg erklärt. Sehr schön, damit hätten wir die schon mal im Bündnis. Sind die Japaner auch noch? Die sind von da oben, okay. Ja. Würde ich sagen, die Japaner auch noch. Also Japan, was hast du für einen Handel? Ich würde gerne, dass du gegen die Russen in den Krieg ziehst. Wenn sie sich wohl kaum einlassen. So, du bekommst von mir den Faschismus. Ah ja, du bekommst von mir Elektronik. Dafür will ich dein Geld haben. Dafür will ich deine Weltkarte. Dafür will ich 100 pro Runde. Das habt ihr nicht. Habt ihr 50. Habt ihr wenigstens 10. Das habt ihr 15. 20. 25 geht auch noch, gut. 30. 40. Mensch. Okay. 43. Die Antwort auf alles, 42. Genau, passt. Sehr schön. Also, Japaner bitte auch gegen die Russen in den Krieg ziehen. Werdet ihr mit diesem Handel einverstanden? Japan erreicht, erklärt den Russen den Krieg. Jawohl. Jetzt können wir die da mal ausradieren da. Echt jetzt. So viel zum... Danke sehr, dass du mir den Krieg erklärt hast. Du, die guckt auch schon so total fürchterlich hier, ne? So, dann machen wir jetzt noch den Mongolen. Den haben wir auch noch nicht im Bunde. Der Mongole, Bündnis gegen die Russen, ja, und zwar kriegst du auch die Elektronik, ja, das funktioniert auch, dann will ich dein 44, hast du denn auch Geld, ja, du hast sogar Geld über, ey, ihr habt jetzt alle auch einigermaßen Geld über, einen Haufen nicht, aber also die Antwort auf alles ist 42, nein, hat er nicht. 35 hat er noch nicht mal. 33. 31. Ey, war 30 wirklich das Maximum? 27. Ne, war... Wo war ich denn jetzt eigentlich? Wie niedrig musste ich denn jetzt gehen? 20. So, bleiben wir bei 22. Deine Weltkarte nehme ich trotzdem noch. Vielen Dank und du darfst auch gegen die Russen hetzen. Wärt ihr mit diesem Handel einverstanden? Jawohl. Damit sind seine Truppen abgeschnitten und können da oben schon mal nicht mehr hin. 1, 2, 3, 4. Also ehrlich, ihr seid einfach zu doof, ne? Ihr seid echt zu doof. Dann könnt ihr jetzt wenigstens aber
So, ich habe Durchreiserecht 1, 2, 3 und kann da wenigstens hin. Gut. Ja, wunderbar. Die Stunde ist auch rum. Diplomatisch habe ich quasi gerade den Weltkrieg angezettelt. Beziehungsweise ein Verteidigungsbündnis gegen den sehr aggressiven Russen geschmiedet. Oh, da ist ja auch eine russische Stadt da oben. Die kann ich mir ja auch holen. Sehr schön. Die da oben. Gibt es noch weitere? Ja, falls die anderen sie sich nicht holen. Ach, habe ich hier noch ein Schiff? Ich habe hier doch auch noch ein Schiff, oder? Moment, das Schiff war wo? Da ist das Schiff. Ein Fünfer. Einladen. Die Mittelalter-Innenpflanzen war da drin. Noch ein Fünfer. Moment, nee, den lassen wir nicht. Den Vierer nehmen wir. Und den Dreier nehmen wir mit. So. Der Fünfer bleibt dort in Baltimore. Der bleibt da. Und der kommt noch mit. Und dieses Schiff macht sich gleich mal auf den Weg hier rüben. Hier drüben zu dieser russischen Stadt. Dann kann ich die nämlich vielleicht kriegen. Die hat einen Hafen. Dann ist das hier zumindest schon mal gesichert. Was mache ich sonst noch? Ja, die Einheiten hier, die werden hoffentlich gleich noch ein bisschen aufgemischt werden. Oder er mischt seine eigenen, oder er mischt die hier auf. Auf jeden Fall mischen sie sich gegenseitig vielleicht eher auf, als dass er jetzt mich angreift. Und ich kann dann quasi Stück für Stück noch ein bisschen machen. So, und du kannst hier blockieren, beziehungsweise, nee, hier kommt ja gar nichts. Das sind ja die Japaner. Aber hier unten, ah, da mongolisch. Die Stadt ist mongolisch, ja, genau. Die ist auch mongolisch. Dann könnt ihr da weitermachen, ne? Russe, vielen Dank dafür, dass du nichts machst. So, was ich noch in der Zwischenzeit wahrscheinlich in der Pause machen werde, ist überlegen, ob ich diese ganzen Bautrupps hier unbedingt brauche oder was sinnvoll ist, anderweitig zu bauen. Das wäre auch noch mal eine Frage an den Experten, der seit Wochen vermisst ist. Was mache ich denn jetzt alles? Die ganzen Bautrupps brauche ich doch gar nicht jetzt mehr. Es ist doch alles jetzt soweit fertig. Sollte ich jetzt Märkte bauen, Aquädukte bauen, damit die Städte wachsen? Ich nehme mal an, das Aquädukt und Märkte sind das, was ich machen müsste, damit die Städte wachsen können und ich sie so voll wie es geht packen kann. Ne? Weiß es nicht, ob das das Richtige ist. Mal schauen. Aquädukte sind sicherlich etwas, was man immer brauchen kann. Also, so viel dazu und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es weitergeht mit mir, dem Captain.